Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Northgard. Wir spielen heute mal das erste DLC mit einem neuen Clan, den wir zur Verfügung haben. So, dann wollen wir doch direkt mal reinschauen. Feindseligkeit der Welt. Ja, lassen wir einfach mal alles wie es ist. Alles auf Mittel. Volles Programm. So, und zwar der neue Clan. Ist er hier? Safnir. Der Clan der Schlange. Ja, ich hoffe, dass wir da mal ein bisschen beikommen. So, ein bisschen leiser machen. Ich schreibe mich hier so selbst so arg an. So. So, der Schlangenclan, die gerissenen, betrügerischen Schlangen, hat vor Ruhm und Ehre wenig Respekt. Mitglieder dieses Clans ziehen es vor, in den Schatten zu bleiben und Guerillataktiken einzusetzen, anstatt offene Kriegsführung zu betreiben. Im Alter von 15, die List, ihr beginnt mit eurem Kriegshäuptling eine junge Signi. Um Signi zu beschwören, wird kein Eisen benötigt. Der Clan hat keinen Zugang zu Ruhm. Signi entwickelt sich stattdessen weiter, wird stärker und schaltet neue Fähigkeiten frei. Naja, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich bin völlig unvoreingenommen. Wir hauen jetzt einfach mal einen raus hier. So. Wunderbar. Alles klar. Das ist sie schon. Die List, verbrannte Erde, als schattenhafte Anführung ohne Rücksicht auf Moral, macht sich nur für nichts halt, um ihre Siedlung Northgard zu sichern. Schon bald wird die Schlange ihre Reißzähne in Northgard versenken. Ja, da bin ich immer gespannt, wie arg hier die Reißzähne zu packen werden, ne? Wunderbar. Also, wir fangen natürlich wieder an, direkt mit einer Holzfällerhütte. Zack, direkt hier rein. Als nächstes ein Haus. Ebenfalls wichtig. Wo setzen wir das hin? Ja, das kommt hier hin. So, was brauchen wir noch? Ja, ein Speerlager. Das sind jetzt erstmal so die Grunddinger, die wir brauchen, um mal überhaupt hier weiterzukommen. So, und du wirst direkt mal Holzfäller. Weil wir brauchen Holz. Du wirst gar nichts, doch du wirst Speer. Und dann gucken wir mal, was so um uns rum liegt. Ob wir ein bisschen Glück mit der Karte haben, weil dieses Spiel geht doch sehr viel von, ja, Glück aus, dass du was Gutes greifst. Ja genau, guck dir das mal da oben an. Und dann schauen wir mal, was der Kollege hier finden wird. Schön, dass wir direkt mit einem Krieger quasi starten. Wir haben aber keinen Ruhm. Die Schlange kann keinen Ruhm erlangen. Okay. So, was haben wir hier? Ertragreiches Land, das ist sehr gut. Mit einem Wolf. Nein, du gehst bitte erstmal hier hin. So, die Frage ist, oh, das sind zwei Wölfe. Ich weiß nicht, ob unsere Schlange dafür stark genug ist. 10, 9, 50. 10, 3, 50 sind fast ebenbürtig mit den Wölfen. Tja. Da müssen wir mal schauen, ob das mal zwei, ob die das schafft. Das weiß ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Aber gucken wir mal, ob wir vielleicht noch etwas Besseres finden. Da haben wir einen Wald. Sehr gut. Da bauen wir, den nehmen wir ein. Den nehmen wir auf jeden Fall ein. Und schauen mal, ob wir da dann unseren Holzfäller wieder abreißen, um hier einen Bauplatz zu sparen und ihn dann für in den Wald setzen. Weil wir hier natürlich einen deutlich höheren Ertrag haben. So. Und du baust das bitte. Dir gebe ich direkt mal die 1 als Zuordnung. Jawohl, dass ich da schneller greifen kann.
Hier haben wir auch Wölfe und hier ist die Karte schon zu Ende. Okay, Speer, guck mal hier unten. Wir haben natürlich mit dem Holz relativ viel Glück. Wenn die fertig ist, reiße ich ihn hier ab. Und dann gucken wir lieber, dass wir hier noch eine zweite Holzhütte so hinbekommen. Und dann müssen wir uns hier oben um Nahrung kümmern. Wunderbar. Du machst das. Und du reißt das bitte ab. Und arbeitest hier noch mit. Wunderbar. So. Sehr gut. Ja, meine Schlange. Soll ich die mal da reinschicken? Mal gucken, was die kann. Ob die sich da zur Wehr setzen kann, wenn ich direkte Flucht, direkt wieder Flucht ansetzen. Wir haben nämlich noch keine Heiler. Das schön im Auge behalten. Weil Nahrung, wir müssen auf jeden Fall schnell Nahrung aufbauen. Und einen Heiler vor allen Dingen brauchen wir. Sehr gut. Die hat das geschafft. Das besiedeln wir direkt. So, können wir denn schon, wo war denn der Heiler? Da, die Heilerhütte. Die kommt erstmal hier hin, du baust die, wunderbar. So, wie geht's weiter? Wir haben, was fehlt uns? Holz fehlt. Ja, Holz kommt rein, wunderbar. Ausbildungslager, Blenkerlager. Aber zuallererst müssen wir hier Felder. Wir brauchen 80 Holz. So, einen Moment warten. Ja, ich glaube, ich baue noch eine zweite. Oh, kann ich hier nur eins bauen? Eins von drei, nee. Ich kann hier mehrere bauen, aber... Na doch, geht. So, du baust das bitte. Du wirst... ja, genau, Kollege Heiler. Wunderbar, wir brauchen nämlich einen Heiler. Heiler sind extrem wichtig. So, der guckt sich hier mal um. Du guckst bitte nach hier. So, ja. Heiler legt los. Warum ist denn er verletzt? Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch 80 Holz. Fertig? Fertig. Nicht weglaufen. Wer bist du denn? Dorfbewohner. Okay. Oh, hier haben wir Schafe. Sehr gut. Wieso kann ich denn keine weiteren Holzfäller ausbilden? Oh, da macht das automatisch. Ach, gut, guck mal hier. Das verstehe ich jetzt kurz nicht. Da muss ich mich mal gleich drum kümmern. Aber hier kommt ein Feld hin und du baust dann das Feld bitte auf. So, wir brauchen nämlich mal ganz dringend mehr Nahrung. Wie sieht's aus? 10 von 16. Wir haben genug Häuser. Wie sieht's denn mit Schiffen aus? Schiffsdock. Da können wir nämlich noch ein bisschen Wissen dazu holen, weil wir können ja keinen Ruhm ernten. Also müssen wir Wissen besorgen. Schafe brauchen wir. Schafstall. Dass wir im Winter die Viecher auch lagern können. Hier haben wir noch Wissenssteine. Hier unten sind Wissenssteine. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal festigen ein bisschen. Ich habe ein Haus gebaut, ich Idiot. Naja. Sowas kommt doch, glaube ich, in den besten Familien vor. Ich kann nämlich gar kein zweites Holzfällerlager hier reinsetzen. Naja, macht nichts. Dafür haben wir jetzt wenigstens ein bisschen mehr Luft nach oben. So, was können wir denn hier machen? Unter Druck, ihr erhaltet 2 Zufriedenheit und x Nahrung für jeden feindlichen Clan, an den innerhalb dessen Grenzen ihr militärische Einheiten habt. Okay, wir haben bisher noch keinen gesehen.
Ein Holzfäller produziert 20% mehr Holz. Das ist jetzt in erster Linie erstmal wichtiger. Wir haben nämlich noch keinen feindlichen Clan gefunden. Das können wir dann im nächsten Zug machen, falls wir bis dahin welche haben. Was ist das denn hier? Ein Wolfsbau. Wenn so lange Wölfe generiert, bis wir den Anspruch darauf haben. Okay. Wunderbar. Alle werden geheilt. Das ist alles super so. Hier oben brauchen wir Leute. Du bitte direkt hier rein und du auch hier rein. Ihr werdet angegriffen. Wo werden wir denn angegriffen? Da unten. Wunderbar, meine ist schon dabei. Och, das ging jetzt aber schnell mit dem Winter. Das ist nicht gut, oder? Wir haben jetzt hier noch plus 3. Da kommen wir gut über den Winter drüber. Da kommen wir noch gut über den Winter drüber. Das Gebiet brauchen wir. Oh, guck mal, hier haben wir keinerlei Gegner. Dann nehmen wir das doch direkt mal mit. Wunderbar. Jetzt müssten wir hier einen Schafstall bauen können. Brauerei, Jagdhütte, Felder, Fischer, Handelsposten, Heilerhütte. Wo ist denn das Schafstall? Der Schafstall. Bergwerk. Ausbildung, Axtwerfer, Schildknappen, Brauerei. Bin ich denn doof? Haben die gar keine Möglichkeit, an die Schafe ranzugehen? Da wohnt noch ein Schafstall. Aha. Yggdrasil haben wir gefunden. Der Weltenbaum. Wir sollten die Kontrolle übernehmen. Yggdrasil, der Weltenbaum. Eine Walküre schützt es. Dann müssen wir uns hier noch durchkämpfen. Oder hier. Du gehst jetzt bitte erstmal hier hin, weil da ist nämlich noch ein Loch zu unserem Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall als nächstes Militär. Tja, was machen wir denn da? Nehmen wir mal eine normale militärische Einheit und setzen die mal hier hin. Und dich kann ich entbehren. Ja, gerade so. So, weil hier oben sind die Riesen, mit denen können wir auch handeln. Mit denen können wir uns auch freundlich holen. Wunderbar. Das Holz fließt. 13 von 16. Alles ist gut. Dafür brauchen wir noch 10 Steine zum Aufwerten. Da können wir noch ein Bergwerk setzen. Aber das machen wir nach dem Winter, wenn der Winter vorbei ist. Da wir jetzt sonst zu viel abbekommen hier. Wir sind... Jawohl. Ein neues Jahr. Sie geht 20% Bewegungsgeschwindigkeit und kann jeden Distanzangriff ausführen. So. Neues Gebiet erkundet. Ein Jagdgebiet mit einem Bären. Die Bären sind echt übel. So. Das Feld wird bestellt. 21. Wunderbar. Da können wir... Noch eine Signi reinhauen. Okay. Das ist ja interessant. Also. Lass mal überlegen, wie wir jetzt fortfahren. Und zwar bauen wir erstmal ein Bergwerk hier hin. Das ist erstmal wichtiger. Dann... Ach so, nee, stopp, falsch. Hier wollte ich dich hinhaben. Ein Heiler reicht erstmal. Und du. Somit haben wir jetzt 2 normale Soldaten. Komm, ihr mal damit rein. So, Kriegsmeute auf 1. Aha. Da sind sie.
Mit denen können wir handeln. So, du machst direkt den Steinbruch, bitte. So, was nehmen wir uns als nächstes vor? Ruinen, wertvolle Schätze. Okay, ist verletzt. Irgendjemand hat ihn gehauen. Na komm, erstmal zurück. Na, komm her. Du, dahin. Und unser Heiler schicke ich ebenfalls dahin. Somit haben wir da Ruhe. So. Einen Gelehrten machen. Ja, genau. Da können wir nämlich noch zum Fisch übergehen. Das heißt, wir schnappen uns dieses Gebiet noch. Mit unserer Kriegsmeute. Wunderbar. Einmal besiedeln, bitte. Ich weiß nicht, wie stark diese Walküren sind. Es kann gut sein, dass die uns jetzt schön ein wegpöllert. Oder wir schnappen ihn uns. Ich weiß es nicht. Ja, Moment. Jawohl. Ja, komm. Und die Walküre ist tot. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch zurück zum Heiler. Wir werden angegriffen. Schon wieder von hier unten. Gut, unsere Leute kommen zurecht mit den Jungs. So. Kümmer du dich bitte mal um die Verletzten. 1500. Das wäre ja auch zu einfach. Gebäude ohne Arbeiter. Hä? Soll das denn? Muss der in der Nähe bleiben? Dass der arbeiten kann? Tatsächlich. Okay, wir müssen in dem Gebiet bleiben. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das wissen wir jetzt auch neu. So, das Gebiet haben wir. Das heißt, dass wir jemanden, nehmen wir dich jetzt mal, da mal hinsetzen. Das ist eine leere Ebene. So, unser Heiler arbeitet. Wunderbar. Essen kommt rein. Plus 9 ist natürlich relativ wenig. Dann müssen wir mal schauen, ob wir hier noch eine Fischerhütte bauen können. Verteidigungsbrauerei, Marktplatz, gab es denn hier noch Jagdhütte? Nee, Jagdhütte, ja, Fischerhütte, da. Wir haben schon 3 Gebäude in diesem Gebiet. Das ist schlecht. So, da müssen wir mal schauen. Erforderliche Menge Nahrung zur Besiedlung eines Gebietes um 30%. Handelsposten. Pro getöteten Zivilisten, Pelzmäntel, Winter nicht mehr geschwächt. Okay, das ist der Klassiker. Ich gehe jetzt erstmal hoch auf die Besiedelung. So, du. Genau. Das ist natürlich Kacke jetzt. Das muss weg. So leid es mir tut. Wir müssen uns um die Nahrung kümmern. Nahrung ist viel wichtiger. Wieso darf ich das jetzt hier nicht setzen? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Das war doch unser Fischgebiet hier. Nein, das war das Fischgebiet. Moment, ich glaube, das war das Fischgebiet. Habe ich mich doch glatt ver... Ja, genau. Das war das Fischgebiet. Richtig. So. Du baust das. So, der Heiler ist noch kräftig dabei. Da läuft noch einer rum, der nur sammelt. Oh, wir sind auf Maximum an unserem Essen. Wir müssen dringend... Jo. Jo, ist jo gut. Uns geht hier der Platz aus, das ist scheiße.
Das ist nix. Wunderbar. Ne, du wirst direkt Fischer. Wir brauchen mehr Essen. Essen und Wissen. Was haben wir denn hier? Euer Heil halt um 50%. Okay. Das ist super. Das ist klasse. Ja, ja. Das ist ein Jagdgebiet. Mit einem Bären drin.